Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter und ich rüste erstmal kurz What aus. Denn vielleicht gibt es ja hier ein Geheimnis. Nö. So, wir haben im letzten Part die Silberkarte fürs Casino erhalten, sind auch gerade im Casino und ich würde sagen... Hallo Mario, willkommen im Casino. Cool, du hast eine Silberkarte. In diesem Fall lasse ich für dich eine Röhre erscheinen, durch die du zur Doing-Attacke gelangst. What? Okay. Düt. Doin-Attacke. Ich mache mal kurz einen Save Point. Weil ich weiß halt nicht, ob das irgendwie Kohle kostet oder so. I don't know. Doin-Attacke regeln. Wenn das Spiel beginnt, erscheinen 11 Blöcke. Triffst du einen Block von unten, erscheint eine Tafel. Okay. Es gibt 4 Arten von Tafeln. Um sie erscheinen zu lassen, musst du die Blöcke berühren. Wie viele Münzen du bekommst, hängt von der Reihenfolge ab, in der die Tafeln erscheinen. Das ist eine 1-Münztafel. Eine 5-Münztafel. Das ist eine 5-mal-Tafel. Deine Münzen werden mit 5 multipliziert. Und das ist ein Bowser-Tafel. Das heißt, Game Over. Schaffst du es, die 9 Block-Optionen zu meistern, werden deine Münzen verdoppelt. Ein Spiel kostet 10 Münzen. Boah, hört sich eigentlich wirklich an, als ob du richtig Kohle scheffeln kannst. Ich mach nochmal einen Save-Point. Bam. Weil theoretisch kannst du das austricksen, das Game, ne? Schönen guten Tag, das hier ist die Doing-Attacke. Lass mich kurz die Regeln erklären. Gleich werden 11 Blöcke in der Luft erscheinen. Wenn du einen von unten anspringst, erscheint eine Tafel. Es gibt 4 Arten von Tafeln. Die Anzahl der Münzen, die du bekommst, hängt von der Reihenfolge ab. Das habe ich gerade gelesen. In der die Tafeln erscheinen. Ja, das kennen wir jetzt schon. Okay. Schaffst du es, die neuen Blockoptionen zu meistern, werden deine Münzen verdoppelt. Die Regeln stehen auch auf dem Brett da drüben. Wenn du es erstmal gespielt hast, wirst du es schon verstehen. Vielleicht willst du es ja mal versuchen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. 5 Blockoptionen. 9 Block. Versuch 9 Blöcke zu treffen. Achtung, fertig. Doing! Attacke! Ups, schwarzer Peter, Game Over. Zu schade, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Oh, kann man da auch was anderes gewinnen außer Münzen? Weil dann würde ich mal... Ich arbeite mal kurz mit Save Points, okay? Ich arbeite mal kurz mit Save Points. So, Spielstand speichern. Direkt miese. Zack, also das hier ist der miese Peter. Mal 5. Das ist für einen Anfang scheiße, ne? Also das hier ist mal 5. Eine Münze ist, glaube ich, zu Beginn relativ gut, würde ich sagen. 5 Münzen ist jetzt auch nicht schlecht. Eine Münze auch nicht. Okay. Save Point, Save Point. Ich weiß, es ist so ein bisschen Betrug. Da ist auch mal 5 drin. Den müsste ich theoretisch zum Schluss nehmen. 5, 5, mal 5 und mal 5. Alter. Wow, ja, die 9 Blockoptionen wurde gemeistert. Als besonderen Bonus werden deine Münzen verdoppelt. Du hältst 950 Münzen. Okay, ist schon ziemlich krass, ne? So kannst du dein Geld halt wirklich auf Maximum trimmen. Komm doch mal wieder vorbei. Aber, ja, es gibt hier keinen Sternsplitter oder so, ne? Wie komme ich denn wieder raus? Die lassen mich nicht mehr gehen. Ich bin reich und lassen mich nicht mehr gehen. Willkommen. Nee, nicht spielen. Bis dann. Ah, okay. Alles klar. Ja. Okay. Ja, also hier kannst du richtig reich werden. Geil. Okay, Leute. Sehr schön. Ich gönne mir das mal, ja. Damit ich alles kaufen kann, weil sonst renne ich sowieso sinnlos umher. Und versuche jedes Mal Münzen zu farmen. Und das habe ich mir doch verdient, oder? Was sagt ihr? Sorry, sorry dafür, fürs Cheaten. So. Okay, der hat nur noch einen Orden. Den nehmen wir mit. Let's go. Was ist los? Alles ausverkauft oder was? Kann ich das nochmal resetten irgendwie?
Oder heißt jetzt wirklich erstmal alles ausverkauft und wir müssen ein Kapitel abschließen? Ja, ich glaube, das heißt es erstmal. Okay, gut, alles klar. Kein Problem. Ich würde sagen, wir geben mal ein paar Sternensplitter aus, denn wir haben gerade über 50. Deswegen gehen wir nochmal kurz dahin. Und wir haben immer noch einen Brief, den wir zustellen müssen. Nach Lava Lava Island. Oh, hier. Irgendwo. Ich hätte echt gedacht, hier. Ah, hier ist er. Let's go. Da ist er. Geilo. So, vielleicht nochmal auf den Gipfel gehen. Vielleicht haben sie da auch noch einen Sternsplitter. Mal gucken. Jo. Boah, sogar direkt getroffen. Hier könnte ich mir sogar vorstellen, dass es hier noch mehr gibt. Warte mal. Mal gucken. Ne, okay. Hier gibt es nur den einen. Schade. Aber cool, schon wieder zwei Sternsplitter einfach gefunden. Ey, wir haben so abgesahnt. Und hier? Hier gibt es auch noch einen. Ist halt jetzt mit dem Hammer auch so viel leichter zu finden, ne? Das ganze Sternsplitterzeug. So. Jetzt haben wir doch 55 Sternsplitter, oder? So. Fortuna und Kampfwut. Ja, ich darf nur einen mitnehmen, oder wie? Geilo. Ach stimmt ja, die hilft uns ja auch Sternsplitter zu finden, ne? Gegen Geld. Stimmt, habe ich vergessen. Ah, dann ist ja easy, die letzten zu finden dann. Das wird easy. So, aber jetzt geben wir erstmal wieder ein bisschen aus, würde ich sagen. Wir können uns jetzt halt auch die ganz krassen kaufen. So. Erhöht Sprung- und Hammerangriffskraft plus 1. Kostet halt auch ewig viel. Jede Attacke, die dich BP kostet, wird um 1 günstiger. Auch nicht schlecht. Mario hat doppelt so viel Münzen wie sonst. Senkt Angriffskraft um 1, regeneriert 1 KP pro Runde. Gegner, die Mario berühren, erleiden Stromschaden. Zeig die KP deines Gegners an. Ja. Die PP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Wir haben jetzt 55. Hm. Also es gibt schon ein paar Sternsplitter zu finden, ne? Wenn ich das so sehe. Ja, weißt du was? Wir machen... Ich glaube, ich brauche die halt alle nicht so krass. 16, 10, 20. Okay, warte. Ich mache den. Ich glaube, den Angriffsorden, den nehme ich auf jeden Fall mit, weil den könnte ich vielleicht wirklich gebrauchen. Mehr Power. Und jetzt noch einen 20er. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder durch. Da haben wir unsere ganzen Sternsplitter wieder ausgegeben. Krass, wie schnell das geht. So. Und dann können wir theoretisch auch mal wieder uns umrüsten. Obwohl eigentlich... Wollen wir noch nach Lava Lava Island gehen und die Quest mit dem Yoshi beenden? Ah, so erstmal ein Schluck Kaffee. Klingt für mich irgendwie plausibel, oder? Ja, krass, ne? Jetzt haben wir doch so viel Sternsplitter gefarmt und haben uns nur 3 Orden dafür gekauft. Das ist schon echt wenig, wenn man das so sieht. Aber da gibt es auf jeden Fall noch circa 60, 70 Sternsplitter zu finden. So, der ist immer noch ausverkauft. Schade. Okay, komm. Dann gehen wir nochmal zu Lava Lava Island. Ich hoffe, ich finde da die Abkürzung relativ schnell. Das wäre toll. Schön ist, wir haben echt viel Kohle gerade. Ich glaube, das war... Er musste mit dem Fisch mal kurz rüberschwimmen, oder? Ich glaube, einmal hier runter und dann nach rechts schwimmen. Ich glaube, da kommt gleich die Röhre dann. Wenn ich mich recht entsinne. Ja genau, das müsste die Röhre nach Lava Lava Island sein.
Mal gucken. Und der rote Yoshi wurde gesagt. Das heißt, der da. Paracarry, Paracarry. Zack. Let's go. Yippie, yippie, hurra, Mario ist wieder da. Du bist hier, um mit den schrecklichen Fünf um die Häuser zu ziehen. Erzähl uns allen alles über deine Abenteuer jenseits des Meeres. Dafür erzählen wir dir von unseren Streichen. Ein rotes Yoshi-Kind, ah, das musst du sein. Ich bin Paracarry, stell Briefe zu. Hier, guck mal, ich habe einen für dich. Und wieder wurde ein Brief zugestellt. Danke, ich frag mich, was es wohl sein mag. Oh, mein Kumpel hat ein neues Spiel erfunden. Das muss ich später ausprobieren. Er will auch, dass ich mit ihm seine Heimatstadt besuche und mit ihm spiele. Aber wie soll ich dorthin kommen? Naja, vielleicht werde ich ja eines Tages das Meer überqueren. Das ist wirklich komisch, weil ich ihm auch gerade einen Brief über ein neues Spiel geschrieben habe. Herr Paracarry, werden Sie mir helfen? Hier, bringen Sie bitte meinen Brief dem Todd-Kind, das Ihnen den Brief an mich gegeben hat. Was? Also ganz ehrlich, jetzt wird's ja dumm. Jetzt muss ich wieder dahin latschen. Ein ewiges Hin und Her, Leute. Sushi. Wenn ich das richtig sehe, fehlen uns noch zwei Ultra-Blöcke, also zwei Erweiterungsblöcke. Und dann haben wir, glaube ich, unsere Leute alle maximal aufgewertet, oder? Ich glaube ja. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich erreichen möchte. Alle Orden und alle Sternsplitter wären dann das andere Ziel. Und dann wäre für mich das Game auch 100% durchgespielt, oder was meint ihr? Ist das die 100%, die man erreichen muss, möchte? Vielleicht noch maximales Level? Also richtig schön farmen dann am Ende noch, damit ich das maximale Level erreiche. Wäre für mich jetzt auch noch eine Option. So, hey. Ja, ja, ja. Du bist doch Dainty. Ja, ja. Wir haben einen Brief. Ein Rückläufer. Guck mal. Wow, vielen Dank. Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshi-Kind ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre dort, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihn zurückschreiben. Was denkst du, worüber wir schreiben sollen? Oh Gott, nein. Ich weiß es nicht. Lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Paracarry. Können Sie das zustellen? Oh mein Gott! Für Onkel Frosty im Sternental. Er ist mein Orakel. Er passt auf ganz viele Sternkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit. Er muss die ganze Zeit hinter Ihnen her sein. Zumindest schreibt er das in seinem Brief. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um ihn ein wenig abzulenken. Ich weiß, es ist sehr weit, aber ich würde es sehr zu schätzen wissen. Im Sterntal? Kennen wir den schon? Frosty im Sterntal? Ist das ein Ort, den wir noch nicht aufgesucht haben? Weil er jetzt sagt, es ist sehr weit. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder ist das hier hinten raus? Das Sterntal. Heißt der Frosty? Ich bin gerade maximal verwirrt. Okay, ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal und machen Hauptstory weiter, oder? Wir machen erstmal Hauptstory weiter. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer Frosty ist. Ob das jetzt einer ist, der da drüben sitzt. Aber das ist doch nicht das Sterntal, oder? Es ist bestimmt irgendeine Sache, die ich noch nicht gefunden habe. Okay, komm. Auf geht's in neue Abenteuer. Wir rüsten erstmal unsere Orden um, würde ich sagen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal, genau. Aktive Orden. Was möchte ich erstmal wieder raus haben? Also, Wirbelwind und Speedwirbel tun wir raus. Spion lass mal drinne. Eine Vorsicht geboten ist, gehen Angriffe, das tue ich auch raus. Ausweicher finde ich eigentlich ganz geil. So, jetzt haben wir 6 Ordenpunkte. Ich habe auch den BP Plus Orden schon draußen. Ha, schwierig. Kraft Plus ist halt geil. Wir haben schon gar keinen TP Plus Orden mehr drin. Wir sind aber auch gleich Level Up, ne? Muss man dazu sagen. Das heißt, wir kriegen sowieso dann mehr BP. Soll ich den BP Plus Orden auch rausmachen? Komm, zack. Machen wir das so. Dann alle Orden. Wir haben jetzt ein paar krasse neue Orden. Megabeben zum Beispiel.
Kostet 7 BP. Kostet 4. Die Mutter aller Erdbeben. Der Preis von 7 BP lohnt sich. Denn alle Gegner auf dem Boden und an der Decke erleben den Schock ihres Lebens. Ja, ist halt mega teuer, ne? Ich glaube, ich werde beim Superbeben erstmal bleiben. Ich weiß halt sowieso nicht, was mich erwartet, deswegen. Den hau ich noch mit rein. Jetzt haben wir nochmal mehr Angriffskraft. Ich glaube, das ist ganz geil. Und jetzt ist halt die Frage, was wir als letzten Orden noch mit reinballern. Ich könnte den Speedwirbel wieder mit reinnehmen. Aber ganz ehrlich, brauche ich eigentlich nicht. Im Moment nicht. Eher, wenn ich irgendwo durchrushen möchte, ist der ganz nützlich. Aber jetzt erstmal nicht. Gut, dann würde ich sagen, macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Ist ganz geil. Oder wir nehmen halt noch was mit Springen rein. Aber unsere Hammerangriffe sind eh aktuell stärker. Der Turbolader für deinen Hammer für 4 BP steigert die Angriffskraft um 3. Du kannst diese Fähigkeit beliebig oft anwenden. Leider lässt die Wirkung nach dem Kampf sofort nach. Auch nicht schlecht. Das halt machen, ne? Und dann Flächenangriff ist bestimmt mega geil. Das ist bestimmt ganz geil. Ja, komm, wir lassen das erstmal so. Nehmen den Vermeider noch mit rein. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Machen wir das so. Ich weiß eh nicht, was mich erwartet. Let's go. Wir sind erstmal wieder mit normalen Angriffen ein Angriff stärker. Dadurch sparen wir ja auch BP, sag ich mal. Kapitel 6. Tränen auf Blütenblättern. Okay, was ist das? Ist das der Boss? Sieht aus wie eine Wolke. Gott. Sieh mal an, wer magst du wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer du bist. Ach, der Baum. Ohohohoho. Hier oben, Sohn. Sohn. Also wir sind einfach gerade durch seinen Mund rausgekommen. Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern. Dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Und du musst Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört, Sohn. Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Sehr nobel. Wenn das wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei deiner Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufula und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen graue Wolken an unseren sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mal mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufula jemand gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Schnaufula. Oho, du hast also vor, den bösen Schnaufula zu besiegen? Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufula verbirgt sich hinter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelfahrt nennen. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne findest, könntest du sie bis in den Himmel wachsen lassen. Ist das eine Anspielung auf diesen Film mit der Zauberbohne? Also Jack und die Zauberbohnen oder Zauberranke oder sowas? Einen Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hat. Irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Aha. Du findest sie östlich von hier. Es würde nicht schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Auch die anderen Blumen und Knospis können über brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mit jedem. Okay. Erstmal saven. Hallo. Petunia? Der Samenmaniac? Petunia? Die ständig Samen sammelt wie eine Verrückte? Ich kenne sie. Sie blüht östlich von hier. Du möchtest Petunia sehen? Weißt du, ich finde diese Blume ja ein bisschen eigenartig. Sie sammelt Bohnen und Samen, aber sie pflanzt sie niemals ein. Sie scheint Samenkörner einfach zu mögen. Ich nenne sie Samenmaniac. Okay. Gleich mal hier gucken. Oh, bist du ein Gegner? Alter, hier gibt es ja sau viele Wege.
Holy moly. Okay. Ich habe das Wetter hier satt. Die Blütenfelder sind immer von Wolken bedeckt. Vorher war alles ganz anders. Dieser Schnaufula ist daran schuld. Ohne das Licht der Sonne können wir Pflanzen nicht lange überleben. Jeder hier verlässt langsam die Hoffnung und sie beginnen zu blühen. Verblühen. Die Sonne kann nicht scheinen, weil dicke Wolken den Himmel bedecken. Die Knospis können überall leben, solange es nur Sonne und Licht gibt. Aber jetzt gibt es gar keins mehr. Ich sage nicht, dass ein paar Wolken so dermaßen schlimm wären, natürlich nicht. Aber ein paar Lücken in den Wolkendecken könnten durchaus nicht schaden. Ja, ich hasse diese dummen Wolken. No. Okay, wer bist du? Hey, du da, wohin gehst du? Oh, Petunia? Ja, Petunia wächst westlich von hier. Yep, im Westen. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich dir nicht verraten, selbst wenn du mich fragst. Aber ich denke im Osten. Der sieht nicht vertrauenswürdig aus. Der sieht echt böse aus, diese Pflanze. Deswegen, wir gehen nach Osten. Die Frage ist, was für ein Osten? Hier gibt es sau viele Wege. Meine Güte. No, du siehst schön aus. Was, ist ein Gegner? Das hatte ich nicht erwartet. Das hatte ich echt nicht erwartet, dass das ein Gegner ist. Kumbario. Let's go. Okay, den besiegt man auch und dann würde ich sagen, ist auch der Part für heute erstmal finito. Zack. Scanner. Suseldusel. Das ist ein Suseldusel. Suseldusel sehen zwar hübsch aus, aber nachdem sie dich angegriffen haben, wirst du anderer Meinung sein. 8 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Als Angriff tragen sie ein Lied vor. Wenn dich die Melodie erfasst, fällst du in tiefen Schlaf. Wenn ihre KP niedrig sind, versuch sie zu entkommen. Ach, versuchen sie zu entkommen. Besiege sie schnell, damit sie dir nicht entwischen. Okay. Oh, 15 BP nur. Okay, wir machen mal Superbeben. Weil ich glaube, wir müssten die genau töten, oder? Nee, töten wir nicht. Verdammt. Okay. Das ist ein echt langer Angriff. Mario ist eingeschlafen, er kann sich nicht bewegen. Heißt, ich kann auch nicht blocken, oder? Haben wir einen Orden gegen Schlaf? Boah, das ist aber ein echt langer Angriff, ey. Übertreib. Okay, Mitglied wechseln. Wir wechseln einmal zu Koopa und machen mal einen Flächenangriff und ballern die weg. Okay, das sind nervige Gegner. Und einschlafen ist nicht gut. Also wir müssen die auf jeden Fall in der ersten Runde plätten, ansonsten, ja, eklig. Okay, zum Glück sind wir ja bald Level up, da regenerieren sich ja unsere Punkte. Demnach ist das jetzt alles nicht so schlimm. Ich würde sagen, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüss.